Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch bei Kachelmann Wetter. Wir schauen auf das Wochenende, wo sich doch was tut in Sachen Schnee. Denn es wird vor allem in den Mittelgebirgen und teilweise auch in den Alpen Schnee geben, aber durchaus auch mal bis runter, zumindest Schneeregen oder Flocken, auch wenn hier in den tiefen Lagen doch überwiegend nicht viel liegen bleiben wird. Dann nächste Woche, da tut sich richtig was, da kommen kräftige Tiefdruckgebiete rein, die bringen erst Schnee, dann wieder Regen. Ein richtiger Wechsel, eine richtig wechselhafte Wetterlage, viel los in der Wetterküche nächste Woche. Also ihr seht schon, wir haben wieder heute einiges vor in diesem Video. Schauen wir uns die aktuelle Situation am heutigen Freitagmorgen mit unserer Wetteranalyse an. Wir sehen, das ist von etwa 8 Uhr, kurz vor 8 Uhr, wir sehen diesen grünen Gebiete im Nordwesten, das ist Regen, der aufkommt, gleichzeitig schon teilweise leichte Schneefälle im Blau dargestellt, die wir im Süden haben, in Teilen von Baden-Württemberg und Bayern. Ja, und diese Wetteranalyse könnt ihr auch bei uns verfolgen auf der Seite. Da wird unterschieden zwischen Regen, Schnee, aber auch Nebel. Das ist, was ihr hier so gelb seht. Ich verlinke euch mal hier oben die Wetteranalyse. Findet ihr bei uns auf kachelmannwetter.com. Schauen wir uns halt an, noch mal kurz, wie es Richtung Nachmittag aussieht. Wir sehen diese meist leichten Schneefälle, die wir so nach Süden und Südosten haben. Vor allem so im äußersten Südosten von Bayern, da kann es auch mal ein bisschen mehr schneien. Dann so vor allem im Nachmittagsverlauf und Richtung Abend. Ansonsten haben wir diese Niederschläge, die sich aus Westen bzw. Nordwesten ausbreiten werden, nach Osten hin noch überwiegend trocken. Und ihr seht schon, so gegen Abend mit Einsetzen der Dunkelheit, dann vor allem kommen verstärkt Niederschläge im Westen an und dann vor allem so im Bereich der Eifel, so ab etwa 300, 400 Meter, da kann es dann sogar mal kräftiger schneien und richtig weiß werden. Hier also dann mal Obacht in der Nacht rund um die Eifel, wer dort unterwegs ist. Das so für den Abend. In der Nacht breiten sich diese Niederschläge dann weiter noch so richtig Richtung Landesmitte aus, dann werden vor allem so der gesamte westliche Mittelgebirgsraum, aber auch so die zentralen Mittelgebirge von teilweise Schneefällen mit verbreiteter Glätte betroffen sein. Schauen wir uns mal an, wie die Schneehöhe dann morgen früh am Samstagmorgen aussieht. Wir sehen diese Gebiete so in Blau, teilweise mal Richtung Lila. Das sind ja dann schon so um die 10 cm Neuschnee in den westlichen Mittelgebirgen, teilweise ausbreitend in die zentralen Mittelgebirge, auch Richtung nordhessisches Bergland, aber auch so teilweise bis zum Thüringer Wald. Da kommt also mal doch einiges an Neuschnee zusammen. Da kommt der Winter dann mal rein und sonst sehen wir noch so, ja, auch im Süden wird nicht allzu viel liegen bleiben wohl. Wir sehen, ihr erinnert euch vielleicht an die Videos von vor einigen Tagen, so vor 5, 6 Tagen hatten wir ja schon mal dieses Schneefallgebiet angesprochen. Das bleibt doch ziemlich weit Richtung Tschechien und Österreich. Es sollte ja mal viel weiter nach Deutschland hereinkommen. So ist das eben. Ihr seht, das sind die oft besprochenen Unsicherheiten, die ich immer so für Tag 5, 6 anspreche. Es kann eben dann alles nochmal ganz anders kommen. Schauen wir die weitere Entwicklung an Richtung Wochenende. Da ist auch ein bisschen Gewusel drin und einige Unsicherheiten noch. Wir sehen diese Tiefdruckzone über Mitteleuropa. Da kreiseln diese Tiefdruckgebiete rum am Sonntag. Ja, und dieses Tiefdruckgebiet über Polen ist immer noch etwas fraglich, wie weit dieses Tief dann in den äußersten Osten Deutschlands am Sonntag Schneefälle hereinlenkt. Die meisten Wettermodelle lassen den Hauptniederschlag jetzt aber östlich von Deutschland, so über Polen und Tschechien. Schauen wir uns mal das Wochenende an. Wir sehen Schneehöhen dazu. Das schauen wir uns gleich an. Zunächst mal die Vorhersage. Wir sehen am Samstag, da gibt es Niederschläge, vor allem so in der großen Westhälfte und im Süden. Es wird vor allem so von Baden-Württemberg, teilweise auch von großen Teilen Bayerns über Franken bis in den Osten Deutschlands auch häufiger trocken sein. Hier und da kann aber mal etwas Regen oder Schneeregen beziehungsweise so vor allem ab 300, 400, 500 Meter auch mal Schnee dabei sein. Ja, da ist es aber doch im Osten doch insgesamt häufiger trocken. Am Sonntag, da haben wir auch dann eben immer wieder sehr wechselhaftes Wetter. Es ziehen einige Niederschlagsgebiete, ein paar Schauer durch. Immer mal wieder ist auch ein bisschen Schneeregen mal durchaus bis in tiefe Lagen möglich. Ja, und es gibt die Unsicherheit, inwieweit dann vor allem am Samstag und am Sonntag im Norden doch mal Schnee bis in tiefe Lagen fallen kann, der durchaus eine dünne Schneedecke dort bringen kann. Und das sehen wir auch zunächst noch kurz zu den Temperaturen. Ihr seht es zwar meistens so zwischen 0
und 5 Grad die Tendenz, dass es am Sonntag eher noch etwas kälter wird. Und der Hinweis sei natürlich gegeben, in den Nächten auch um 0 oder sogar leichter Frost. Das heißt, vor allem in den Nächten bitte vorsichtig auch im Tiefland, dass es dort verbreitet Glätte geben kann. Schauen wir uns jetzt aber die Schneehöhe an. Und zwar gehen wir erstmal vor, schauen zunächst mal so, wie das bis Samstagabend aussieht. Wir hatten ja bis Samstagmorgen eben schon geschaut, die Schneehöhe. Und bis Samstagabend sehen wir, dass in den Mittelgebirgen noch etwas dazukommt. Ansonsten aber im Tiefland doch überwiegend weiß auf der Karte, was kein Schnee bedeutet. Wir sehen aber auch dieses Gebiet im Norden Richtung Schleswig-Holstein, teilweise Mecklenburg-Vorpommern, wo mal eine dünne Schneedecke gerechnet wird. Das ist hier sehr auf Kante genäht. Reicht es wirklich, dass hier mal der Schnee liegen bleibt? Und natürlich ist dieses Gebiet auf den Kilometer auch noch ziemlich schwer zu sagen. Es deutet sich aber ein bisschen an, dass hier im Norden durchaus mal eine dünne Schneedecke dabei sein kann. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen und schauen mal bis Sonntagabend, sehen wir auch keine allzu große Veränderung, aber eben weiterhin, dass es vielleicht im Norden durchaus mal für eine dünne Schneedecke reichen kann. Ansonsten Zuwachs eher so in den Mittelgebirgen. Im Tiefland seht ihr überwiegend, es wird schwer werden, auch wenn durchaus mal durch einen kräftigen Schauer oder so eine kurze weiße Überraschung möglich ist. Das ist vor allem so Richtung Sonntag auch mal im Tiefland drin. Aber im Großen und Ganzen kein richtiger Wintereinbruch mit viel Schnee im Tiefland, sondern eher in den Mittelgebirgen, so oberhalb von 300, 400 Meter, nach Süden hin sogar eher so ab 500 bis 700 Meter. Das war so mal die Schneehöhenkarten. Auch die, sage ich euch nochmal, werden alle 6 Stunden neu berechnet. Die Unsicherheiten schwinden natürlich, je näher man dem Termin kommt. Deswegen schaut einfach bei uns auch auf der Website nach. Ich verlinke euch nochmal in den Infokarten hier oben. Das findet ihr bei YouTube oben, dieses kleine Ding in der Ecke. Da sind die Links drin, auch zu den Schneehöhenkarten. Ja, jetzt schauen wir uns mal an, wie das natürlich in der neuen Woche weitergeht. Und da kommt dann nochmal richtig Bewegung rein. Wir schauen uns die Wetterlage mal an. Zunächst hier exemplarisch für den Dienstag und wir sehen, kräftige Tiefdruckgebiete vom Atlantik ziehen so Richtung Dänemark, Richtung Norddeutschland. Da kommt ordentlich Wind auf. Wir sehen schon, diese Luftdruckgegensätze sind deutlich erhöht. Es wird dann am Dienstag stürmischer werden, landesweit. Ja, und dann kommt eben mit einer Warmfront mildere Atlantikluft von Westen bis Nordwesten rein. Die schiebt sich über die bei uns liegende kältere Luft und vor allem nach Süden und nach Osten. Und in der Mitte kann es teilweise kräftig schneien, bevor hier der Schnee zumindest vorübergehend wohl auch mal in Regen übergeht. Schauen wir uns den Wochenbeginn an, den Montag und den Dienstag. Ja, wir sehen am Montag zunächst mal noch einige Schneeschauer, die durchziehen werden, speziell wohl so in der großen Osthälfte. Hier schneit es dann doch häufiger mal bis in tiefe Lagen. Tagsüber wird unten aber kaum was liegen bleiben, am ehesten so in den etwas höheren Lagen, wiederum so ab 300 bis 500 Meter, dass hier dann mal eine zumindest dünne Schneedecke auch in den östlichen Mittelgebirgen zusammenkommt. Dann sehen wir, insgesamt ist es natürlich recht frisch, 5 Grad werden kaum noch erreicht tagsüber. Ja, und am Dienstag, da kommt dann wohl die Warmfront rein. Details müssen wir hier natürlich abwarten, aber es deutet sich an, dass es so eben vor allem im Nordwesten, das heißt so von den tiefen Lagen in NRW bis nach Schleswig-Holstein, wohl schon von Beginn an weitgehend Regen ist oder nur eine kurze Schneeregen- und Schneephase gibt. Aber je weiter man nach Osten und nach Süden kommt, wird es wohl noch längere Zeit, zumindest mal ein paar Stunden, teilweise auch kräftiger Schneefall sein und vor allem im Bereich der Mittelgebirge dann. Das heißt vor allem eben die östlichen Mittelgebirge, aber auch so vielleicht noch längere Zeit Richtung Sauerland und später dann, wenn die Warmfront den Süden erreicht, natürlich auch im Süden bis in tiefe Lagen, durchaus mal kräftiger Schneefall. Und das, die Sache ist natürlich, dazu kommt auch viel Wind. Das heißt vor allem in den dortigen Mittelgebirgen durchaus ein Schneesturm mal für einige Stunden möglich, dass mit viel Wind auch ordentlich Schnee dann dabei ist. Das müssen wir natürlich auch in Details noch die nächsten Tage abwarten. Lars hält euch auch am Wochenende hier auf dem Laufenden, wie es dann in der nächsten Woche aussehen wird. Ja, viel Bewegung ist drin, sagte ich schon. Schauen wir mal kurz einen Trend so dann für den weiteren Verlauf. Und da soll die Strömung dann wieder, nachdem ja die mildere Luft reinkommt wohl so Richtung Dienstag, soll wohl die Strömung schon wieder dann in der zweiten Wochenhälfte mehr auf Nordwest bis Nord kippen. Wir sehen schon wieder, die Tiefdruckzone breitet sich eher Richtung Mitteleuropa, Richtung Osteuropa aus. Die Strömung dreht wieder über Nordwest auf nördliche Richtung. Es kommt wieder kältere Luft zu uns, die Schneeschauer bis in tiefe Lagen bringen kann.
Also viel, viel, viel Bewegung in der neuen Woche drin. Und wie kalt es dann wirklich wird und wo es dann mal wirklich in der zweiten Wochenhälfte auch für Schnee bis runter reicht, ist natürlich alles noch Spekulation. Ihr seht schon die nächsten Tage ja viel los. Wir schauen mal dann, wie es weitergeht. Aber durchaus ist wohl endlich mal nach diesem langen Hochdruckwetter viele Wochen, was wir ja im November auch hatten, mal wieder richtig Bewegung in der Wetterlage. Damit von mir ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis bald und ciao.